Shalom zusammen. Arnold Schwarzenegger war 7-mal Mr. Olympia von 2003 bis 2011. Der 38. Gouverneur von Kalifornien ist ein Bestsellerautor und einer der bekanntesten Hollywood-Schauspieler der Welt, der vor allem durch den Film Terminator weltweite Berühmtheit erlangt hat. Doch Arnold Schwarzenegger scheint eines jedenfalls nicht zu sein, nämlich ein Christ, was natürlich sehr viel wichtiger ist, da wir ohne den Glauben an Jesus keine Zukunft über dieses irdische Leben hinaus haben, woran Arnold Schwarzenegger leider sowieso nicht glaubt. In einem Artikel der New York Post vom 6. Juni wurde Folgendes berichtet. Arnold Schwarzenegger sagt, der Himmel sei nur eine Fantasie. Weiter sagt er, es erinnert mich an Howard Sterns Frage an mich, sagen Sie mir, Gouverneur, was passiert mit uns, wenn wir sterben? Ich sagte, nichts. Du bist 6 Fuß unter der Erde. Jeder, der dir etwas anderes erzählt, ist ein verdammter Lügner. Wenn die Leute sagen, ich werde sie im Himmel wiedersehen, klingt das so gut, aber die Realität ist, dass wir uns nach unserem Tod nicht wiedersehen werden. Das ist der traurige Teil. Ich weiß, dass sich Menschen mit dem Tod wohlfühlen, aber ich nicht, sagte er. Jeder Christ, der glaubt, dass wir eines Tages von den Toten auferstehen und eine himmlische Zukunft vor uns haben, ist also Arnold Schwarzenegger ein, ich zitiere, verdammter Lügner. Mit so einem Weltbild hätte er in den USA niemals US-Präsident werden können, denn ohne die Stimmen der vielen Christen in den USA ist dies kaum möglich. Arnolds Formulierung klingt tatsächlich so, als wäre er sich seiner Meinung absolut sicher, als ob er Beweise dafür hätte, dass das Leben nach dem irdischen Leben für immer zu Ende ist. Eine andere und aus meiner Sicht bessere Herangehensweise legt dagegen Paula Fredrickson an den Tag, obwohl sie ebenfalls keine Christin ist. Paula Fredrickson ist eine amerikanische Historikerin und Wissenschaftlerin des frühen Christentums. Sie war früher Professorin für Schriftwissenschaft an der Universität in Boston und ist seit 2009 Gastprofessorin der Hebräischen Universität von Jerusalem und vertritt folgende Meinung. Ich weiß, dass sie, nämlich die Apostel, nach ihren eigenen Vorstellungen den auferstandenen Jesus sahen. Das sagen sie und alle historischen Beweise, die wir später erhalten haben, bezeugen ihre Überzeugung, dass sie genau das gesehen haben. Ich sage nicht, dass sie Jesus wirklich gesehen haben. Ich war nicht dort. Ich weiß nicht, was sie gesehen haben, aber ich weiß als Historikerin, dass sie etwas gesehen haben müssen. In der Tat müssen die Nachfolger des Messias etwas gesehen haben, nämlich den auferstandenen Herrn Jesus Christus, denn sonst wären sie nicht bereit gewesen, nach seiner Kreuzigung ihr Leben für Jesus hinzugeben, lange Reisen auf sich zu nehmen und das Evangelium mit Kraft und Autorität zu verkündigen. Im 1. Korintherbrief heißt es in Kapitel 15, Vers 12, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat. Für Arnold Schwarzenegger sind die Jünger Jesu auch falsche Zeugen Gottes gewesen, da er ja an keine Auferstehung der Toten glaubt, was für uns Christen allerdings ein fundamentaler Bestandteil unseres Glaubens und unserer Hoffnung ist. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, sind wir verloren, doch wenn Jesus auferstand und das ist, was er sagte, nämlich die einzige Tür zum ewigen Leben, dann gibt es keinen anderen Weg ins Reich Gottes. Jesus sagte in Johannes 5, Abvers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Arnold Schwarzenegger hat viel in seinem Leben erreicht, besonders natürlich in den USA, doch eines hat er bedauerlicherweise nicht geschafft, nämlich den Glauben an Jesus Christus zu finden, was unendlich mal wichtiger ist als irdischer Erfolg im Sport, in der Politik oder in der Filmindustrie. Reichtum ist kein Erfolg, denn wahrer Erfolg kommt allein von Gott, der uns einen erfolgreichen Weg zu Jesus und ins Reich Gottes ermöglichen kann,
während Arnold Schwarzenegger leider einen anderen Weg eingeschlagen hat, der in der Tat nicht in den Himmel führt. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 14 steht geschrieben: Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, kommentiert und teilt das Video, abonniert den Kanal und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel und fragen Sie Gott um Erkenntnis, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, der König Israels, der Richter der Welt, der auferstandene, ewig lebendige Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.